Und es ist wirklich völlig, völlig anders, wie man probt das Werk Lichte Wasser. Und ich wollte dir mal fragen, ob du ein bisschen erklären kannst, diese Probeweise, weil das ist schwierig. Ja, zunächst muss man wahrscheinlich erklären, wie das Stück überhaupt sozusagen konzipiert ist, ja. Beziehungsweise was für eine Idee von Zusammenspiel zugrunde liegt. Das ist ja eigentlich, wenn man die Partitur sieht, denkt man, und so ging es uns ja, ja. Allen, eigentlich ist es eigentlich ziemlich klar. Man hat zwei Sänger. Man hat im Prinzip zwei Hauptlinien, eine Oberstimme und eine Unterstimme. Dazu kommen manchmal noch Tutti-Einwürfe dazu. Aber diese Oberstimme und die Unterstimme ist sozusagen atomisiert. Das heißt, in kleinste Partikel aufgeteilt. Und diese Partikel sind im Raum verteilt. Das heißt, das sind eigentlich ganz schöne und einfache und auch eigentlich eingängige Melodien, aber jedes Instrument hat im Grunde genommen nur einen Ton und muss also eine Kette bilden, ja. Mit einem Instrument, was dann 20 Meter entfernt ist oder, ganz also das klar. Große Problem wird sein, das dann auch noch im Raum aufzuteilen. Dahinter steckt eigentlich eine unheimlich schöne Idee, nämlich eben sozusagen, dass jeder auch kleinste Teil ein Teil von dem großen Ganzen ist. Und wie wir jetzt auch feststellen in den Proben, kann es nur funktionieren, wenn tatsächlich auch wirklich jeder Musiker genau dieses Bewusstsein hat. In der Partitur hat man auch zu sehen, wie wir im Raum stehen sollten und ja, die Entfernung, also vielleicht 20 Meter. Was sind die Massen von das Orchester, wenn wir aufgeteilt sind? Ich glaube, es ist so etwa 40 auf 40 sind wir verteilt. Also es sind extreme Distanzen, ja. zwischen den einzelnen Musikern, was es natürlich noch schwerer macht, weil es kommt dann noch die Wahrnehmung dazu, selbst wenn man weiß, wie die Melodie geht und wann man sozusagen einen Teil und in welcher Länge und in ja. welcher Dynamik, dass es den Zusammenhang ergibt, besteht immer noch das Problem der Wahrnehmung, dass man vielleicht unter Umständen die Kollegen ein bisschen ja. spät wahrnimmt, selber zu spät kommt, der andere wartet auch. Also es entstehen dann fatale Ketten. Ja. Diese Erfahrung machen wir ja dann auch in den Proben, aber es ist klar, so ein Stück ist tatsächlich irgendwie eine Herausforderung auch, und wir sind ja die ganze Zeit jetzt auch in Diskussion, wie wir sozusagen den Ansatz der Probe, wie man das noch verbessern können. Ja. Und im Moment sind wir eben dabei, die Sachen zu singen. Ja? Also, ich schlage vor, jetzt für die neunte Welle, dass wir machen das nur mit Sängern. Das heißt, ihr singt. Und die Sänger singen auch. Und ihr singt, ihr müsst euch natürlich individuell entscheiden, wenn ihr zwischen den beiden Systemen hin und her springt. Aber dass wir jetzt einfach einen Durchgang machen, wo ihr nicht, we just sing the lines from 530 on. Der Uranus legt sich rückwärts auf der Sonne.
eigentlich, das ist auch im Sinn von Stockhausen eigentlich zu singen, weil das ist wahnsinnig lyrische Musik eigentlich. Richtig, ja, ja, genau. Das ist gar nicht verkehrt. Ich habe darüber nachgedacht, was für Stücke es gibt, die ähnlich sind. Und es gibt dieses Problem, was sage ich Problem, oder diese Konzeption von sozusagen einem kollektiven Singen, was eben nicht gleichzeitig ist, sondern sich, wo die Musiker sich sozusagen imaginär die Hand reichen, bei jedem Ton. Mhm. Das gibt es bei Nono, ja. im hohen Maße auch. Und dahinter steckt ja eigentlich schon wieder fast eine utopische Idee von Gesellschaft. Ja? Also jeder ist Teil einer Idee, einer Vision. Und es kann nur realisieren, wenn jedes Glied der Kette ähnlich sozusagen solidarisch ist, ja? Ja. Und so ähnlich ist das jetzt auch hier. Das ist schon, ich finde, das ist eine unheimliche Herausforderung, einfach diese Art von Stück und Konzeption. Ja. Genau, und jetzt müssen wir zu der nächsten Probe. Mal genau. Schauen. Ja. Vielen Dank. Danke. Bitte.